Hallo, liebe Zuschauer und Freunde. Momentan erleben wir ein Wiederaufwachen der Straßenbewegung und viele Proteste richten sich für eine Reduktion der Energiekosten, die momentan einigen schon angekommen sind, bei anderen wird es noch passieren. Das heißt, Energiekosten beeinflussen das Leben dieser Menschen, beeinflussen unser aller Leben. Und das will ich Ihnen heute einfach mal nahebringen, in welcher Größenordnung das passiert. Es gibt einige, die feststellen, dass sie eine doppelt so hohe Nebenkostenabrechnung ihrer Energiekosten, also ihrer Nebenkosten im Wesentlichen haben. Und es gibt andere, auch kleine Unternehmer, die zahlen das Zehnfache. Das liegt tatsächlich an ihrem lokalen Energieversorger und das liegt auch an der Konstellation, wie ihre Nebenkosten zusammengesetzt sind. Fakt ist, dass sich durch den Wegfall des billigen russischen Erdgases ein Großteil der Gaskosten hier in diesem Land in Richtung Verfünffachung, Versechsfachung, Versiebenfachung und teilweise auch Verzehnfachung des Gaspreises auswirkt. Und dazu kommt natürlich noch, dass der Strom, der zu einem großen Teil bei Neuverträgen sich eben auch auf einem völlig anderen Niveau bewegt, in der Größenordnung von 50 Euro Cent pro Kilowattstunde. Das sind alles Mehrkosten, ich sage das mal in Zahlen. Da gibt es Leute, die haben vorher vielleicht 150 Euro an Heizkosten, also an Gas gezahlt. Die zahlen jetzt um die 1000 Euro. Nicht im Jahr, im Monat. Und das bedeutet, dass diese Menschen sehr viel weniger Geld haben, um andere Dinge zu machen. Das heißt im Klartext, sie können nicht mehr ins Café gehen. Sie können sich nicht mehr das Paar Schuhe kaufen, was sie sich vielleicht kaufen wollten. Und sie können auch nicht mehr in Urlaub fahren. Und den Kindern müssen diese Familien häufig erklären, dass mit der Klassenreise, das wird eng. Und dieses Jahr werden wir vielleicht nicht in den Urlaub fahren. Und das alles passiert aber nicht, weil diese Familien so schlecht verdienen oder weil unser Land auf einmal in Armut gestürzt ist. Das alles passiert nur deshalb, weil unsere Regierung das so will. Das passiert also nicht, weil irgendwas sich verschlimmert hat in der Welt, sondern es passiert, weil es eine politische Entscheidung gibt, dass sich viele Menschen in unserem Land alle diese Dinge zukünftig absparen müssen. Das klingt jetzt sehr mutig, was ich sage, und auch sehr provokativ. Es ist aber so, dass die Grünen schon ganz lange gefordert haben, dass Energie in diesem Land viel zu billig ist. Und wir haben keine Energiekrise, liebe Mitbürger. Wir haben genug Energie und wir haben auch billige Energie. Und wir könnten morgen allein durch eine einfache politische Entscheidung der Bundesregierung sofort die Energiekosten auf das alte Niveau zurückführen. Dazu müsste man nicht viel tun. Man müsste nur die Pipeline Nord Stream 2 öffnen und die Gaspreise in Deutschland würden sich auf dem vorherigen Niveau wieder bewegen. Ja, es ist nicht alles kaputt. Nord Stream hat noch einen funktionierenden Strang und der könnte Deutschland versorgen mit billigem Erdgas. Und sofort würden die Erdgaspreise purzeln. Das würde auch für die Strompreise gelten. Und wie Sie sehen, es liegt alles nur am politischen Willen der Regierung. Und jetzt gibt es einige, die sich freuen darüber, dass die Regierung einen Teil der Energiekosten ihnen wieder erstattet. Lassen Sie sich das auf der Zunge zergehen. Die Regierung sorgt dafür, dass die Gaspreise in diesem Land so hoch werden, dass die allermeisten Menschen das nicht mehr aus eigener Kraft zahlen können, vor dem wirtschaftlichen Ruin stehen, auch kleine Unternehmen und auch große Unternehmen. Und dann kommt die Regierung dahin und erstattet ihnen einen Teil dieser Mehrkosten. Ja, das kann man so machen. Das bedeutet aber, dass sie nicht mehr selbstbestimmt leben können, sondern dass sie zukünftig auf Staatshilfen angewiesen sind. Staatshilfen, die ihnen ihr Leben in diesem Land ermöglichen. Und das ist gewollt. Das beeinflusst sie nämlich. Jemand, der Staatshilfen kriegt, stellt sich nicht hin und demonstriert gegen diesen Staat. Jemand, der Staatshilfen kriegt, rebelliert nicht gegen eine Regierung, die diese Staatshilfen überhaupt erst notwendig gemacht hat, sondern jemand, der auf diese Staatshilfen angewiesen ist, freut sich über diese Staatshilfen, ist willfährig und macht genau das, was die Regierung von ihm will. Das ist keine Freiheit. Das ist eine willfährige Gesellschaft, deren Zustimmung zu Unfreiheit eingekauft wird mit dem Drohgespenst des wirtschaftlichen Ruins, der übrigens von der Regierung vorher gerade erst hervorgerufen wurde.
Das heißt also, es passieren zwei Dinge in unserem Land. Einerseits wird völlig unnötig ihr Leben erschwert und verteuert. Und dann schenkt man ihnen das, zu einem Teil, gibt man ihnen die Energiekosten zurück, unter kleinen Bedingungen, dass sie nämlich ein bisschen unfreier sind, dass sie das tun müssen, was die Regierung von ihnen will. Zumindest in ihrem Gewissen wird sich das immer widerspiegeln. Und das ist auch beabsichtigt. Und deshalb sage ich ganz klar, und auch unsere Partei sagt ganz klar, wir wollen, dass in diesem Land die Menschen sich selber die Energiekosten bezahlen können. Mit ihrer Händearbeit, mit ihres Kopfes Arbeit und generell in Selbstbestimmung. Und deshalb müssen unsere Energiekosten auf das weltmarktübliche Niveau sinken. Nur dann können wir hier in Freiheit und Selbstbestimmung leben. Nur dann können unsere Kinder in Freiheit und Selbstbestimmung aufwachsen. Es geht nicht um billiges Gas. Es geht grundsätzlich um die Frage, wollen wir unnötig verteuertes Gas und damit eine Freiheitseinschränkung hinnehmen? Will das die Mehrheit in diesem Land? Und wenn die Mehrheit das nicht will, dann muss die Mehrheit jetzt diesen Demokratiegrundkurs bestehen. Und der Demokratiegrundkurs besteht darin, dass man eben nicht einen Kanzlerkandidaten der Grünen wählt, weil er so tolle Kinderbücher geschrieben hat, sondern dass man sich überlegt, dass dieser Mann dafür verantwortlich ist, dass unsere Kinder in Unfreiheit in diesem Land aufwachsen müssen. Dass unsere Kinder ein Land vorfinden, in dem sie nicht, so wie früher, auf Weltniveau ausgebildet werden können, sondern in dem alles reglementiert ist, alles beschränkt ist, alles limitiert ist. Die Zahl der Studienplätze, die Temperatur im Hörsaal, die Temperatur in der Schule, ja, sogar die Beleuchtung auf dem Schulweg. Das alles hat der Kinderbuchautor zu verantworten. Und das alles macht der Kinderbuchautor mit Absicht. Er macht es nicht, weil er schusselig ist oder weil er dumm ist. Er macht es, weil er uns allen dieses Stück Freiheit, das wir vorher hatten, wegnehmen will. Sie demonstrieren nicht für niedrige Energiekosten. Sie demonstrieren in Wirklichkeit für eine freie Gesellschaft. Das ist mir wichtig, dass Sie das mitnehmen. Es geht nicht um billiges Gas. Es geht um Freiheit. Und es geht um unsere Freiheit. Wie können wir unsere Freiheit opfern für eine mögliche potenzielle Freiheit der Ukraine? Das ist eine, ja, man kann nichts anderes sagen, eine schon unverschämte Forderung unserer Außenministerin, die übrigens aus der gleichen grünen Partei kommt, die eine Freiheit der Ukraine über die Freiheit Deutschlands setzt. Diese Außenministerin ist nicht gewählt von den Menschen der Ukraine. Die Menschen in der Ukraine haben das volle Recht, alles zu tun, damit sie in Freiheit leben. Aber wir haben auch das volle Recht, alles zu tun, damit Deutschland, die Deutschen in Freiheit leben. Dafür treten wir ein und denken Sie immer daran, es geht nicht nur um billige Energie. Es geht um Freiheit, um Ihre Selbstbestimmung, dass Sie tun können, was Sie wollen, ohne Staatshilfen. Denken Sie immer daran, es ist das Land unserer Kinder und es ist das Land, das wir geliehen gekriegt haben. Und wenn wir es so verändern, wie wir es momentan tun, dann werden wir eine unfreie Gesellschaft zurücklassen, eine ängstliche, unfreie Gesellschaft, die immer ein schlechtes Gewissen hat. Und da gibt es viele Gründe für. Der Schuldkult, der in unserem Land getrieben wird, ist ja umfassend. Das würde den Rahmen dieses Videos sprengen. Konkret geht es hier darum, die Analogie zu machen. Was hat eigentlich billiges Gas mit Freiheit zu tun? Ich hoffe, ich konnte Ihnen das ein wenig näher bringen. Vielen Dank. Tschüss.